Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo. Wir haben Akt 3 abgeschlossen. Wir haben auch hier was bekommen. Das wäre eine Einhandwaffe, die wir eventuell hierfür benutzen können. Ich frage mich nur, ist die Zweihandsense besser? Weil der Schaden ist natürlich um ein Vielfaches höher, als wenn wir hier blocken und so. Finde ich jetzt persönlich. Auch wenn das, was hier drauf ist, halt immer ist. Wenn ich 7 Diener habe, 20% höhere Schadensreduktion, was die bekommen. Also ist schon nicht schlecht. So, Rüstung, was haben wir denn hier? Geschicklichkeit, gesamte Rüstung würde hochgehen. Für Blutnebel, 2 Ringe für Leichenexplosion. Ja, das wäre sogar eine Rüstung, die wir anziehen könnten, aber ja, mir fehlt halt der Sockel zum einen und mir fehlt, dass es ein Lecci ist. Also dazu ist es noch, glaube ich, zu gering vom Abstand. Wenn wir 200er Abstand haben, würde ich sagen, machen wir es. Wie gesagt, hier bin ich mir, also ich würde eher dich anstelle von dich tragen vom Schild her. Deswegen würde ich das erstmal lassen. Und Einhandwaffe müssen wir noch gucken. Deswegen kannst du kaputt gemacht werden. Und bei dir wäre halt Knochensturm. Ist aber im Grunde, ja, 4 Sekunden lang 12% Schaden. Nachtötung eines Elite-Gegners. Boah. Die Nachtötung eines Elite-Gegners ist halt auch nicht so praktisch, ne? Ich muss ihn halt davor töten. Aber gut. Wir machen jetzt weiter und sprechen weiter mit Thaisa. Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Ich sag, Kopf ab. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Okay. Da will jemand, hat wohl jemand Vaterkomplexe. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet. Wir
wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donald diese Nachricht. Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Okay. Es wäre ein herber Schlag gegen die Hölle, so viel ist sicher. Aber wäre das wirklich zu unserem Vorteil, wie sie behauptet? All ihr Handeln ist von Hass getrieben. Das liegt in ihrer Natur und das wird sie nie ändern können. Ich sage, dass man das unmöglich wissen kann. Sie kann in unsere Herzen sehen und sagen, was wir hören wollen. Ihr habt das bei Donan, Elias und den anderen gesehen. Ihr zu vertrauen würde bedeuten, das Schicksal der Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Der Beginn eines Plans, um Lilith aufzuhalten. Eines ist sicher, wir brauchen einen Seelenstein. Und das heißt, wir brauchen Donan. Wenn ihr den Brief überbringt, wird er es verstehen. Dieses Relikt stammt aus einer Zeit, als die Welt noch jung war. Viele Jahre lang wurde es von einem Jägerinnenorden namens Schwestern des verborgenen Auges bewacht. Ich weiß nicht, wie sie es verloren haben, aber die Schwestern sollen nicht mehr so stark sein wie einst. Ihr Wissen wurde an andere weitergegeben. Doch die meisten Jägerinnen, die man heutzutage antrifft, sind keine wahren Mitglieder des Ordens. Mhm. Mehr als mir lieb ist. Ihr Schmerz ist vorzeitlich, unaussprechlich. Sie war einst Teil von etwas Größerem. Sie will nicht, dass ich darüber nachdenke. Denken verboten. Alles klar, wir sollen nach Kovar. Ich kann das immer noch nicht aussehen. Kiowaschat. Wir sollen zurück. Tun wir doch glatt. So. Wir sind ja gleich. Komm, wir gehen noch kurz verkaufen. Wenn wir schon mal hier rumäumeln. Guten Tag. Ein guter Handel. Hoffe ich doch, dass das ein guter Handel ist. Eine gute Ausbeute. Wenn wir eigentlich Dockel setzen, also da. Boah, ich hab grad schon wieder. Ach, da kommt ein Wurm aus dem Boden, mein Gutster. Schreckt mir doch nicht so. Halt. Warum ist hier ein Diamant? Ah. Hier uns fehlt ein ledierter Rubin. So. Das behalten wir erstmal bei uns und gehen nach oben. Nö, können wir erst umschalten, wenn wir 50 sind. Und dann ist die Frage, ob wir das wirklich erstmal. Ach, warte mal, wir können auch die Tränke hochmachen. Wir sind Level 45. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin der Neue, ich komme öfters. Wo ist denn los? Allem. Einfach übergangen. Was? Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lorat. Wunderbar. Lilith. In die Hölle.
Ist das sein Ernst? Was steht da? Er hat es euch nicht gesagt? Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unsere Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt, falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren, der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorat hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Okay. Moment. Hat Lorat euch sein Pferd für diese Reise angeboten? Oh. Nein. Wartet. Wie komme ich darauf? Natürlich nicht. Ich bin ein alter Freund des Stallmeisters der Stadt. Sagt ihm, ich hätte euch geschickt. Dann gibt er euch ein Ross. Wir kriegen unser Pferd. Pferd? Ist mir jetzt alles egal. Egal, ich will mein Pferd. Pferd. Ich will mein Pferd. Komm schnell. Okay, wir kriegen ein Pferdchen. Hoppa, hoppa, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben oder in die Raben? Fett. Donan, ein wahrlich guter Mann. Ein Verfechter des Glaubens. Nicht wie der alte Kauz, mit dem ihr vorher unterwegs wart. Wie hieß er noch gleich? Lorfam? Murat? Ach, egal. Ich weiß, dass Donan jüngst schwere Zeiten erlebt hat. Also, helfe ich gern aus. Wo immer ich kann. Nehmt eines meiner Rösser. Gratis. Okay, Reittiere können bei einem Stallmeister erworben oder in Sanctuario gefunden werden. Sobald ihr ein Reittier habt, ist es für alle Charaktere eures Accounts verfügbar. Perfekt. Sobald ihr ein Reittier habt, könnt ihr es mit Z rufen. Betätigt auf eurem Reittier die Leertaste für einen Geschwindigkeitsschub, der euch Gegner passieren lässt. Ah, okay. Euer Reittier kann Angst bekommen, wenn zu viele Monster in der Nähe sind. Wenn die Leiste vollständig gefüllt ist, werdet ihr abgeworfen. Okay. Ihr könnt das gerufene Reittier auswählen und seine Ausrüstung beim Stallmeister anpassen. Cool. Heuchelt ein Pferd. Hallöchen. Absitzen. Nicht, solange ich in der Stadt bin. So. Kann ich jetzt ein Pferd kaufen oder wie? Und wie? Shop. Natürlich, nur im Shop. Aussehen. Shop. Natürlich nur im Shop erhältlich. Jawohl. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, als einzukaufen. Ah, hier könnte man auch welche erwerben. So. Warum hat denn das an? Hat doch gar nicht angelegt. So, du oder du. Ene mene mu. Das sieht irgendwie alt aus. Das sieht auch alt aus. Die sehen alle alt aus. Die sehen alle gleich aus. Nur, dass die Farbe halt anders ist. Egal. Wir haben ein Pferd. So. Wo müssen wir hin? Aber da können wir doch importen. Portiport. Hallo? Wir haben ein Pferd. Das haben wir gern. So gern. So.
Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ach, in der Stadt darf ich nicht. Was ist das? Springt von eurem Reittier und schlagt auf den Boden. Wir können... Das ist eins, okay. Da will ich hin. Hä? Warum führt ihr mich nicht da lang? Das verstehe ich nicht. Okay, ich wollte es mal testen. Und es ist ja mal... Ich brauche mehr Zeit. Aha. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Bei Tipp mal da drinnen können wir nicht mit dem Pferd rennen, ne? Ja. Sag ich ja. Hey Dodi. Ich bin noch nicht mal hineingegangen. Wir haben einen Eindringling. So ist das nicht. Sie ist doch nur ein Kind. Ihr habt ein Kind mitgebracht. Hierher. Eigentlich hat sie mich hergebracht. Passt mit dem Stab auf. Das ist kein Spielzeug. Wer ist er? Er hat einst in diesem Gewölbe gelebt, das ihr unerlaubt betretet. Erklärt euch! Ich studiere und erforsche die Horadrim. Zumindest was von euch übrig ist. Studieren, Habt ihr einen Lehrmeister? Sagt mir nicht, dass Lorat einen neuen Lehrling hat. Ich brauche keinen Lehrer für meine Nachforschungen. Lilith! Lilith bedroht bereits Sanctuario. Dafür muss ich Vorkehrungen treffen. Mit oder ohne Hilfe. Ihr? Gegen Lilith? Nun, ich wollte meine Sachen holen. Ich hoffe, ihr konntet die Finger von ihnen lassen. Ich war einmal wie dieses Mädchen. Hatte mehr Träume, als ich brauchen konnte. Oh, ich war, hier waren wir, glaube ich, nicht. Doch, waren wir da nicht. Chakit. Chesbit Hillen. Wie? Der Stein muss auf Lilith ausgerichtet sein, bevor Lorat sie aufsucht. Ansonsten kann er sie nicht halten. Bevor ich aufgebrochen bin, habe ich ein paar Notizen über den Vorgang zusammengetragen. Da kommen wir nicht weiter. Door is closed. Das Wichtigste zuerst. Lorat braucht meine Notizen. Seelensteinmagie ist tückisch. Okay. Selbst in den fähigsten Händen. Seid vorsichtig. Wir haben hier drinnen einen Geist beschworen und er ist amok gelaufen. Okay. Lorat versicherte mir, ihn gebannt zu haben, aber ich hatte immer meine Zweifel. Mehr Spinnchen. Lilith kommt aus dem Reich ihres Vaters. Was? Das ist die Essenz, die Lorat für die Ausrichtung benötigt.
Okay. Hass? Ich habe irgendwo eine Karte. Ah, hier. An all diesen Orten lebt noch Mephistos Hass. Nur noch eine Sache. Okay. So denn, wo bist denn du? Guck mal her hier. Ja, ich wette, Lora trägt seines noch. Die Mission des Ordens war sein Lebensinhalt. Ich konnte mein Leben nicht dafür aufgeben. Nicht wie er. Ich wollte ein Mann sein. Ich bin gegangen, um Familie, Gemeinschaft und Ruhm zu finden. Und wozu? Ihr habt gesehen, wie das geendet ist. Mein Sohn. Ich kann das nicht. Es würde ohnehin nicht klappen. Donen. Ihr versteht nicht. Die Beschaffenheit der Seelensteine... Sie sind so alt wie der ewige Konflikt selbst. Solch uralte Magie erfordert Glauben. Ich habe keinen. Was euch an Glauben fehlt, gleichen eure Verbündeten aus. Wer? Ihr? Ja, ihr seid der Einzige, der uns helfen kann. Leider habt ihr womöglich recht. Ich kann nichts versprechen. Wirklich. Aber ich kann es versuchen. Für euch beide. Hören wir uns an, was der alte Mann zu sagen hat. Kommen wir jetzt hier doch raus? Wo bist du? Ah ja. Geht doch. Ich bin noch nicht bereit. Gegen die Wand rennen. Weil, was? Diese Dinge sind unbezahlbar. Ist doch mir egal. Dann lass sie nicht im Weg stehen. Guten Tag. Wo bist du? Ach da. Hallo? Da, bitteschön. Ich hab was gehört. Das hier ist eine wahre Schatzkammer. Seht euch dieses Meisterwerk an. Kalhas hinter dem Schleier des südlichen Dschungels. Ihr seid mit Kalhas Arbeit vertraut? Sie ist brillant. Ich bewundere ihre Werke. Ich auch. Habt ihr ihre Abhandlungen gelesen? Moment, erzählt es mir unterwegs. Unterwegs? Ich werde euch helfen. Ich kenne die Sitten der Horadrim, eure Magie, sogar die Chiffre, die ihr nutzt. Und sagt mir nicht, dass es zu gefährlich ist. Lilith hat mir meine Mutter genommen. Ich werde alles tun, um sie aufzuhalten. Eine gute Rede. Könnte sogar den Mann überzeugen, dem ihr sie vortragen solltet. Kommt mit, ich gehe zu ihm. Aber ihr seid ein Horadrim. Ist das nicht euer Gewölbe? Das war es einmal. Ich schätze, wir werden sehen, wie es jetzt steht. Okay. Abgeschlossen. Und? Nu? Nein, ich denke nicht. Okay. Wenn wir scheitern, wen würde es kümmern, ob all diese Geheimnisse vergraben bleiben? Wie viele Menschen? Wir drei Horadrim. Elias, Lorat, ich und ein Engel, Tyrael.
Oh. Ein Engel? Wie Inarius? Nein. Glücklicherweise ganz anders als er. Tyrael ist vor Elias aufgebrochen. Ich weiß nicht, was ihn fortzog. Doch ich konnte sehen, dass er Angst hatte. Nach seiner Abreise trennten sich unsere Wege. Es ist ein Fluch, die Bürde der Horadrim. Aber auch unsere stärkste Waffe. Es gibt nichts Vergleichbares. Die ersten Horadrim haben einen Satz Seelensteine verwendet, um Diablo, Mephisto und Baal zu fesseln. Aber solche Macht hat ihren Preis. Ein Seelenstein muss stets bewacht werden. Er verschlingt eure Tage, eure Träume. Ihr werdet ebenso zu einer Gefangenen wie der Dämon in dem Stein. Okay. Und trotz eurer Mühen findet das Böse letztendlich einen Weg, sich zu befreien. Dennoch kenne ich keine bessere Art, um einen Dämon zu bändigen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe nur an der Oberfläche gekratzt, aber das muss reichen. Durch Lesen alleine hält man Lilith nicht auf. Das stimmt. So, und das bedeutet, wo geht's denn jetzt weiter? Also, er sagt erstmal raus. Hier mal raus, gucken. Ich brauche mehr Zeit. Was dann hier gesagt wird. So. Aha. Na, guck mal einen an. Kuckuck. Dum, 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 dum. Oh, ist das schön, ein Pferd zu haben. Haha, wir können einfach alles umreiten. Das ist auch geil. Okay, wir haben Aufladung, wenn ich das richtig sehe. 3 Stück. Finde ich gut. Und das ist, glaube ich, unser Angstfaktor, oder? Der ist immer auf 1, okay. Es war richtig, sich an mich zu wenden. Seelensteine verlangen nach Expertise. Das ist der Donut, den ich kenne. Oh, ich brauche Luft. Die Details des Plans sind mir noch nicht ganz klar. Die Knochen sind dort. Lilith will Mephistos Kraft für sich. Bevor sie ihn erreichen kann, werden wir den Seelenstein auf sie anwenden. Die Vorbereitung des Steins kostet Zeit, die wir nicht haben. Warum bekämpfen wir sie nicht? Wer von uns? Ihr? Ihr verderbtes Blut fließt noch immer durch eure Venen. Nein, Kreaturen wie sie zu bekämpfen, ist immer der letzte Ausweg. Selbst wenn ihr sie besiegen könntet, würde sie irgendwann zurückkehren. Aber eine klügere Waffe, wie der Stein, wäre der Herausforderung gewachsen. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Sie können mit genug Zeit auch versagen. Vielleicht klappt es nicht. Ihr könnt es schaffen. Niemandem traue ich das mehr zu. Der Wind wird stärker. Ich kann sie nicht sehen. Taissa! Taissa ist weg. Das war so klar, das war so klar. Hallo? Oh. Eure Stümperei im Auge hat mich direkt zu eurem kleinen Lager geführt. Ihr, wenn ihr ihr wehtut. Ihr wehtun? Ich habe sie ermächtigt. Auf ihre Art,
Oh. Adriel? Aua. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Essenz. Irgendwie macht das gerade so oh. Schaden. Ich brauche mehr Zeit. Okay, da drin stehen darf ich schon mal nicht. So viel steht fest. Oh oh. Okay, jetzt kriege ich Schaden. Wird der Kreis enger? Kann das sein? Ich würde sagen, der Kreis wurde etwas enger. So. Und jetzt erzähl mir noch mal einer, dass so ein... So, was war das da? Ein böses Übel? Ha. Besiegt haben wir das... was war das denn? Was war das? Was war das? Was war das, oder? A legendary helm. Eure Maximum... Was? Ein Skelett kriegen wir... Das ist... Okay... Da haben wir schon ein paar mehr. Geil. Wo ist hier los? Hallöchen. Was für ein gewaltiger Sturm. Was ist da draußen passiert? Verdammt. Dann hat er das Ritual vom Vulkan aus beendet. Hm? Elias. Dieser Mann hat Lilith beschworen. Ihr sagt also, er beschwor auch ein geringes Übel? Bleib dran, Mädchen. Ist Andariel fort? Ja. Und Elias? Er ist geflohen.
Bevor er die Steppen aufsuchte, kam Elias nach Havisar. Er nahm etwas, das nicht ihm gehört. Deshalb jage ich ihn. Ich habe in Havisar eine Freundin, die die Kunst der Unsterblichkeit beherrscht. Sie könnte sein Geheimnis kennen. Ich bringe euch zu ihr. Ich dachte, wir verfolgen Lilith und nicht Elias. Ihn zu finden, könnte uns zu ihr führen. Und während wir nach ihm suchen, könnt ihr am Stein arbeiten. Genau das wolltet ihr doch, oder? Gut, ich beiße an. Bei einem der seltenen Momente, an denen ihr mir einen guten Rat erteilt habt, meintet ihr, die Antworten, die man braucht, findet man oft dort, wo man am wenigsten nachsehen will. Ihr habt das gesagt. Ah, ihr habt recht. Machen wir die Pferde bereit. Okidoki. Ich überlege gerade. Wir sind immer noch im Akt. Wir sind ja Akt 4 jetzt, ne? Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle, weil das muss ja uns dann nach hier hinten führen. Ich würde sagen, ja, wir machen an der Stelle jetzt Feierabend und machen morgen weiter. Daher, danke fürs Zusehen und tschüss.